Chill, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Oh, findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was haben Sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Oh mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? I'm doing it for a thrill. I'm hoping.
Hey, Hannah. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Mhm. Oh mein Gott. Sie zieht sich das Shirt aus. Hannah, hey, nicht. Das ist nur ein dummer Streich, okay? Tut mir leid, Hannah. Das ging ein bisschen weit, aber... Mike! Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Josh! Fuck! Hannah! Was ist denn los? Wo will sie hin? Ach, alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur Spaß. Ihr Idioten! Wir jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Hannah! Hannah?
Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren! Hier, nimm meine Jacke! Ich bin so ein Idiot! Ich bin so dumm! Hannah? Beth? Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig. Sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Ha. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Ah. Ah, okay.
Okay, okay. Ich sehe, du leidest unter einer sehr starken Angst vor dem Übernatürlichen. Verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Meinst du nicht? Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Bitte denk immer dran. Dies ist nur ein Spiel. Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Okay? He walks with death like it's an honorable desire. Red mark on your head, you are a target for the fire. Choose to stay strong or choose to cower like a liar. Bask in the chaos or crumble in the quiet. How dark will you go? Hands are outstretched, the mist from your breath clears up your eyes to look straight. The stench of near death. Oh,